habt ihr davon erfahren? Wie habt ihr es erfahren und was ist genau passiert? Also wie habt ihr diese ganzen schlimmen Nachrichten erfahren? Also wir haben ja durch den englischen Zeitung erfahren, dass die britischen Soldaten die Leichen der 50 Frauen entdeckt haben, dass die Frauen enthauptet wurden und deren Leichnam in Müll entsorgt wurde und die Köpfe dann wurden da so aber postiert, dass die dann auch gefunden werden sollten. Und dann sind wir natürlich tätig geworden und haben wir dann halt gefragt, wer die sind, weil die Zeitung berichtet hat, sind jesidische Frauen. Es ist ja schlimm genug, egal wer es war. Und dann, wie gesagt, dann haben wir das halt so gemacht, dass dann halt nachgeforscht wurde und es wurde dann halt wahr, dass alle die enthaupteten Frauen alle Jesiden sind. Man kann nicht sagen, alle Jesiden sind gerettet. Woher kommen die oder was? Nein, also das ist ja nicht so, dass die dann irgendwann mal aus zu Hause, sage ich mal, ein, zwei Tage nicht gekommen sind, dass man dann halt sagt, die und die sind vermisst. Die sind ja seit knapp 5 Jahren, waren die ja in dem Gefangenschaft der IS. Man weiß sowieso, man ist dann halt in der Spannung und man weiß ja gar nicht, wie viele sind noch unter deren halt in der Gefangenschaft, wie viele leben noch. Wir wissen sowieso nicht. Das waren ja auch sowieso dann halt am Anfang wurde dann auch berichtet, dass knapp 6000 jesidische Mädchen und Frauen vermisst werden und auch Kinder. Bis jetzt sind sogar so knapp 3000 Menschen gerettet. Zum Teil Frauen wurden ja auch freigekauft. Und einige haben sich dann natürlich aus dem eigenen Kraft haben sie sich dann auch befreit und sind in der Gesellschaft auch, natürlich haben die auch ihren Platz gefunden. Und die anderen wissen wir leider über so 3500 Menschen, also Kinder und Frauen, sind immer noch verschollen. Keiner weiß, was mit dem passiert ist. Ja noch so irgendwie ein Plan dahinter, oder? Natürlich, da steckt es. Also man kann ja nichts ohne weiteres wegstecken, weil wir, unsere Großeltern haben ja immer von dem 72 Genozid, da haben sie immer berichtet. Und wir als, sage ich mal, zweiten und dritten Generation haben wir dann mal gesagt, ach ja, das war mal. Ne? Aber wir wussten ja nicht jetzt, dass dann halt 2014 im 21. Jahrhundert nochmal ein Genozid über die Jesiden hergeht. Und die haben das wirklich auch alles versucht, das jesidische Volk auszurotten. Nicht nur, sage ich mal, Leute, die dann halt, die haben auch denen auch nicht die Dings, also haben auch die Möglichkeit nicht gegeben, zu konvertieren. Die haben gesagt, entweder, also beziehungsweise entweder wird ihr Moslem oder ihr wird entköpft, also enthauptet. Und aber als Allerschlimmsten, für mich als Frau finde ich ja ganz schlimm, dass Frauen noch immer noch im 21. Jahrhundert als Kriegsbeute noch ausgebeutet werden. Und ganz besonders in unserer jesidischen Religion ist es auch so, dass wir dann auch wirklich auch sehr, sehr, sehr damit verbunden sind und viele Themen noch für uns tabu waren, über die sexuelle Gewalt, über die also Vergewaltigung. Es ist sehr traurig, aber es ist dann natürlich auch ein riesen, sag ich mal, Stein aus dem Herz gefallen, als der Baba Sheikh gesagt wurde, diese Mädchen, Frauen und Mädchen, die vergewaltigt wurden oder die misshandelt wurden, die missbraucht wurden, wenn die dann wieder die Möglichkeit haben, unter uns zu leben, sind herzlich willkommen. Und ich als Frau freue ich mich als allermeisten auf diese Entscheidung. Mal positiv gesehen, Weltfrauentag war vor 2 Tagen. Was habt ihr an Solidarität erfahren? Wie gab es Menschen, die euch beigestanden haben bei diesem Schmerz? Leider nicht viel, kann ich ja nur sagen, weil ganz Besonderes hatte ich auch jetzt vorhin auch, dass wir über die deutschen Medien sehr enttäuscht sind. Es wird ja viel verschwiegen, es wird ja auch nicht viel berichtet, was mit dem, also diesem ganzen Leid, was über diese Volk gekommen ist und was immer auch noch andauert. Und es wird ja leider viel mehr was anderes, so andere Sachen berichtet, wo eigentlich so, sag mal, banale Sachen. Was ist der Grund? Also ich erinnere an die Journalisten mit orangen Kleidung, die geköpft wurden. Es ging ja durch die ganze Presse. Jetzt sind es mindestens 50 Frauen, ja, denen das passiert ist. Wieso schweigt man drüber? Hast du da eine Erklärung? Ja, ich weiß es nicht. Also ich habe im Grunde genommen dafür keine Erklärung. Ich kann nur appellieren, dass man sowas noch als Journalistinnen und Journalisten auch sowas nicht weggucken kann. Und auch überhaupt als Mensch sowas nicht weggucken kann. Das sind ja, so wie du sagst, sind ja 50 Frauen
50 Frauen, die knapp fünf Jahre lang, die ganze Materie über sich ergehen lassen und trotzdem zum Schluss als Protest enthauptet wurden und in Müll entsorgt wurden. Und das ist einfach nicht so. Also wir haben ja auch dieses Jahr keine 8. März also halt begleitet, weil für uns ist es, der 8. März ist ein fröhlicher Tag. Und für uns gab es ja keine Fröhlichkeit in diesen Tagen, wo dann halt die 50 Schwestern und Müttern von uns dann halt enthauptet würden, können wir den 8. März nicht so in den Tagesordnung übergehen. Was sind so eure dringenden Forderungen? Es wird auf jeden Fall für uns eine Genugtuung sein, wenn die sogenannten islamischen Staat, also sowohl Männer als auch Frauen, die mitbeteiligt waren in diesem Völkermord, auch zur Rechenschaft gezogen werden. Und auf andere Seite ist es dann auch als in unser Anliegen, dass wir jeder, der sich dann halt für die Menschenrechte einsetzt, deren Stimme erhebt und dann auch diejenigen, die nicht unter uns weilen, denen eine Stimme zu geben. Wie geht ihr mit der Trauer um, auch religiös? Was gibt euch Trost? Wir versuchen aus unserem Glauben, aus unserer religiöser Sicht in Kraft zu schöpfen, weil wir sagen, das, was uns angetan wird, das, was uns angetan ist, es ist nicht im Gottes, also der Wille der Gottes, obwohl im Namen der Gottes gemacht wird. Aber es ist nicht der Wille Gottes, sondern der Gott hat den Menschen erschaffen und nur der Gott kann den Menschen auch ein Leben wegnehmen. Und in unserem Glauben, wir glauben sogar an ein Weiterleben. Dass wir, wenn wir dann halt zum Beispiel, bei uns wird ja auch gesagt, die hat die Kleidung gewechselt zum Beispiel. Also wenn jemand stirbt, sagt man, der ist tot, sondern es wird gesagt, dann hat die Kleidung gewechselt. Also das heißt, sprich, er wird oder sie oder er wird irgendwann mal in einer weiteren Gestalt weiterleben. Es gibt ja in Deutschland die Diskussion Glauben nach Auschwitz. Wie kann man noch an Gott glauben, wenn man diese Bestialität des Menschen erlebt hat? Ja? Was für ein Gott wünschst du dir, ja? Auch bezogen auf Muslime, auf Christen? Gibt es eine Religion der Zukunft, die sowas verhindert? Das ist natürlich schwer zu beantworten. Was von Gott wünsche ich mir? Ich wünsche mir einen Gott, der für viel mehr für Gerechtigkeit sorgt. Aber auf andere Seite glaube ich auch, dass Gott nicht für diese ganze unmenschliche Taten dafür zuständig ist. Das sind die Menschen, die solche Taten begehen, auch wenn es im Namen Gottes gemacht werden. Ich wünsche mir aber einen Gott, der diese bestialischen wilden Tiere auch deren Strafe kommen zu lässt. Und das wünsche ich mir auch ganz vom ganzen Herzen. In unseren Religion, deswegen sagen wir sind ja eine friedliche Religion. Wir haben keinen Menschen zu Leide getan. Es mag sein, dass wir dann halt wir haben ja unter den Muslimen gelebt, unter den Christen gelebt, unter den Juden gelebt. Und wir haben ja immer, also bis, sage ich mal, mit allen anderen hatten wir ein gutes Verhältnis, außer Moslem, die dann auch gesagt haben, auch sogar hier bei dem ISIS sind ja auch viele unsere Nachbarn gewesen, die dann halt unsere Mädchen entführt haben und vergewaltigt haben. Daher wünsche ich mir einen Gott, der viel mehr für Gerechtigkeit sorgt. Und jeder gibt das, was er verdient.